Meine Reisevideos sind vorrangig für Motorradfahrer, tragen jedoch den Untertitel Sehens- und Wissenswertes entlang des Weges. Um dies interessant zu gestalten, bediene ich mich Clips anderer YouTuber von Ereignissen, wo ich nicht dabei sein konnte, oder Drohnenaufnahmen, wozu ich nicht in der Lage bin. Ich versuche, wenn möglich, von den Urhebern eine Genehmigung einzuholen. Die Quellenangaben sind eingeblendet und die Links findet man in der Infobox. Passt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gute Unterhaltung. Denn jetzt kommt der absolute Hammer. Den Vorspann von Teil 1 übergehe ich jetzt und beginne mit Teil 2 von Oberau zum Samerberg. Die Fahrt von Oberau nach Partenkirchen ist zwar nicht der Hit, doch befinde ich mich im Loisachtal und will zur Einstimmung mit dem Loisachtal-Lied beginnen. Im Blick das Kamendl mit der Zugspitze rechts, dem vorgelagerten Wachsenstein und der Alpspitze, charakteristisch durch den schrägen Bergrücken. Durch Partenkirchen zur großen Olympiaschanze, wo seit 1921 das Neujahrsspringen ausgetragen wird. Die Schanze heißt noch immer Olympiaschanze, obwohl sie seit 1936 mehrfach umgebaut und 2007 erneuert wurde. Toni Rosberger sprang im Winter 1999 mit seiner Motocross-Karte in die Schanze hinunter und erreichte mit 80 Metern einen Weltrekord für Motorradsprünge. Die Originalbilder sind aber so schlecht, dass ich hier ein Video von Oberstdorf zeige, 8 Jahre später, wo der Toni auf 87 Meter kam. Von hier geht es auch zur Partnachklamm, mit Motorradklamotte mühsam. Im Herbst mache ich darüber ein separates Video. Naja, zumindest habe ich's vor. Ich befinde mich im Karwendel, deshalb weiter nach Gleis mit dem Karwendellied als Hintergrundmusik. Gleis ist der älteste Ort des Werdenfelser Landes. Auf der Mautstraße fahre ich zum Schloss Elmau. Hier fand 2015 der G7-Gipfel statt. Laut dem Bund der Steuerzahler kostete die zweitägige Veranstaltung
360 Millionen Euro. Über einen gesperrten Forstweg gelangt man da zum Königshaus am Schachen, das der Märchenkönig zwischen 1869 und 1872 errichten ließ. Auch hier plane ich, im Herbst mit meinem Pedelec hinaufzufahren. Nächste Attraktion, Walchensee. Mit 192 Metern der tiefste, gänzlich in Deutschland liegende See. Aufgrund seines reizvollen Aussehens diente der Walchensee als Drehort vieler Filme. Herzliches Grüß Gott hier vom Walchensee. Vor genau einem Jahr habe ich hier Vicky und die starken Männer gedreht. Dafür haben wir genau da drüben, genau hier gegenüber, ein fantastisches, originalgetreues Wikingerdorf gebaut. Und wie das im Film aussieht, das gucken wir uns ganz kurz mal an. Der Herzogstand ist der bekannteste Münchner Hausberg. Bis auf 1627 Meter führt die Herzogstandbahn. Vom Herzogstandhaus kann man noch ca. 100 Höhenmeter zum Aussichtspavillon steigen, auch mit Motorradkleidung machbar. Die Aussicht hier ist unvergleichlich. Auf dem Lieblingsberg von Ludwig II. Ließ er statt dem von seinem Vater errichteten Jagdhaus 1865 das Königshaus bauen, das aber abbrannte. Ludwig II. War übrigens kein Freund der Jagd. Weiter den Walchensee entlang. Die Kesselbergstraße führt über 9 Kilometer von Urfeld nach Kochel, die schon seit 1492 existiert und zwischen 1893 und 1897 auf der heutigen Trasse erneuert wurde. 1905 und 1907 fanden hier die ersten Straßenrennen für Automobile und Motorräder statt. Aufgrund zahlreicher Todesfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit besteht ein durchgehendes Tempolimit von 60 Stundenkilometer, Überholverbot und eine Sperre für Motorräder an Wochenenden und Feiertagen bergwärts. Ich warte hier an der Applauskurve, weil die vor mir Fahrenden hinter einem LKW runterkriechen.
Kugelski entlang. Kochel erlangte Berühmtheit durch den Oberländer Bauernaufstand 1705, der mit der Sendlinger Mordweihnacht endete und bei der der Schmied von Kochel der letzte Gefallene gewesen sein soll. Die Legenden um den Helden entstanden aber erst im 19. Jahrhundert. So ist seine Existenz fraglich, denn die Kochler haben sich an der gescheiterten Revolution nicht beteiligt und beklagten auch keine Opfer. Andererseits soll in Waukirchen zwischen Tegernsee und Tölz 1644 Balthasar Meyer geboren worden sein, dem der Schmied von Kochel zugeordnet wird. Gut, angeblich war der kein Schmied, ist aber auch egal. Die Geschichte braucht seinen Helden und hat ihn bekommen. In Waukirchen steht auch das Oberländerdenkmal, welches an den Aufstand erinnert. Im Relief der Tod des Schmiedes Baltes. Jedes Jahr an Heiligabend treffen sich hier Gebirgsschützen aus nah und fern. 2015 nahm auch Seehofer, Aigner und Stoiber an den Feierlichkeiten teil, was die Bedeutung des Ereignisses in der bayerischen Geschichte unterstreicht. Zurück auf die Alpenstraße nach Benediktbeuern. Auch mit altem Kloster, vermutlich schon 725 gegründet und somit das älteste Oberbayerns. Vorbei an Bad Tölz. Zum Isarwinkel. Hinauf zur 44 Meter hohen Sindelstein-Staumauer, erbaut zwischen 1954 und 1959, zur Energiegewinnung, aber auch zum Hochwasserschutz. Dabei wurde der Ort Fall geflutet, der früher als Jagdrevier prominenter diente. Seine zahlreichen Besuche motivierten Ludwig Langhofer zum Roman des mehrfach verfilmten Jäger von Fall. Am Ostende des Sees die Walchenklamm, die in Schönheit von der Straße aus nicht einzusehen ist. Als Hintergrundmusik das Klammlied. Dann ein kurzes Stück durch Österreich, zum Aachenpass. Bereits 1495 wurde der Saumweg über den Pass zu einer Fahrstraße ausgebaut.
Hier geht es zur Wallberg-Panoramastraße, von der ich ein separates Video erstellt habe. Der Link ist in der Infobox. Der Tegernsee ist bezüglich Immobilien das teuerste Pflaster im deutschen Alpenraum, insbesondere das Ostufer. Hier wohnten und wohnen Ludwig Erhard, Friedrich Merz, Gunter Sachs, Uli Hoeneß, Robert Lemke, Philipp Lahm, um nur einige zu nennen. Auch Ex-DDR-Staatssekretär Schalk Golodkowski hatte hier ein vergleichsweise bescheidenes Anwesen. Dennoch, wie kommt er dazu? Das Kloster Tegernsee gibt's auch schon seit dem 8. Jahrhundert. Darin das herzoglich-bayerische Brauhaus mit dem Bräustüberl. Im Sommer ist hier ein herrlicher Biergarten, an schönen Wochenenden bummvoll, sodass man den Eindruck hat, hier träfe sich ganz München. Die Straße den See entlang ätzend, weil viel Verkehr und gewährt nur wenige Blicke wie diesen. Im Tegernseer Tal spielt auch die Geschichte von Brandner Kasper. Sei so, sei gescheit, guck, jetzt wär's beide am Himmel von den Preisen geplant. Vom Tegernsee zum Schliersee. Ständig wechselnde Tempolimits zwischen 70 und 80 sind Schikane. Nicht nur für Motorradfahrer. Hier am Westenhofer Friedhof liegt in der 11. Reihe der Wildschild-Sehnerwein begraben, der oben auf dem Peißenberg am Rinnerspitz 1877 erschossen wurde. Der wurde weggeputzt von dieser Erde. Sein Grab wird jährlich von hunderten Jänerwein-Verehrern besucht. An seinem 99. Todestag wurde eine gewilderte Gams an sein Grabkreuz gehängt. Mit dem Lied auf den Lippen, den Schliersee entlang. Von hinten war er angeschossen, zerschmettert war sein Unterkinn. Hier könnte ich noch zum Spitzingsee hinauffahren, mache ich aber nicht. Besser ein Abstecher über Fischbachau zum Kaffee Winkelstüberl. Nicht nur in der Gegend bekannt, wegen seiner außergewöhnlich großen und hervorragenden Tortenstücke. Wieder auf der Alpenstraße mit Blick auf den Wendelstein. Auf den hier die Seilbahn hinaufführt. Der Wendelstein bietet wegen seiner exponierten Lage eine gute Panoramasicht auf die umliegenden Berge. Nun, als ich zum letzten Mal oben war, konnte man das nur erahnen. Oben das Wendelsteinkirchl, das höchstgelegene Gotteshaus Deutschlands und ein Observatorium. Das Hürlfeld ist eines der beliebtesten Ausflugsziele bayerischer Motorradfahrer. Nach schweren Unfällen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit stand die Strecke kurz vor der Sperrung für Biker. Letztlich wurde das Tempo von 80 auf 60 reduziert.
Wenn man hier zweimal umfällt, ist man schon bei den durchaus spektakulären Tatzelwurm-Wasserfällen. Ich fahre nicht die Deutsche Alpenstraße weiter über Niederaudorf, sondern die mautpflichtige, reizvolle Strecke direkt nach Brandenburg. Von hier aus fährt die 1912 erbaute, älteste Zahnradbahn Bayerns den Mendelstein hinauf. Dann überquere ich den Inn. Weiter nicht entlang der Alpenstraße, sondern nach Samerberg. Eine schöne Strecke, aber durchgehend Geschwindigkeitsbeschränkung für Motorradfahrer. Samerberg-Luitpoldeiche, die oben an der Aussichtskapelle vor genau 130 Jahren zum 70. Geburtstag des Prinzregenten gepflanzt wurde. Sein Sohn Ludwig III. Und letzte bayerische König soll sich hier nach seiner Entthronung 1918 von seinem Reich verabschiedet haben. Ein ganz besonderer Ort, an dem der zweite Teil meines Videos endet.